Jola, SR, Jola, mi gente, was geht ab, meine Besten? Was geht ab, ihr? Ich hoffe, euch geht's gut auf jeden Fall. Was geht hier ab? Euer Boy. Fall. Warte. Gebola, Serek. Gebola, mi gente. Euer Boy. Ist mal wieder back am Start. Und ja, mi gente, wie ihr sehen könnt, heute mal nicht auf dem Fußballpitch, sondern. Nicht auf dem Fußballpitch. Stadionplatz, Digga. Oh mein Gott, Leute, ganz kurz, ich muss euch ganz kurz erzählen, ja, bis der Startenvlog anfängt, und zwar, wir hatten die ganze Zeit so bange, dass wir unsere Tickets nicht bekommen, weil wir haben die über Viagogo bestellt und wir konnten die nur hier im Hotel abholen, sprich, die haben sie hier ins Hotel geschickt. Und jetzt ist es, glaube ich, was ist für Uhrzeit? 3 Uhr oder so? 3 Uhr, 4 Uhr so. Und das Spiel ist halt in 5 Stunden, wir hatten die ganze Zeit so bange, dass wir die Tickets nicht bekommen. Und Bruder, zeig mal den Umschlag. Wir machen jetzt hier live das Unboxing von den Tickets. Oh mein Gott, ich hoffe, da sind jetzt wirklich die Tickets drin. Die drin, Digga? Oh shit! Gang! Bruder, das sind die falschen Tickets, Digga. Bruder, das sind nicht unsere Tickets. It's a prank! Leute, einfach Champions League! Halbfinale! Pack mal hier. Du bist für Real, ne? Ich bin Real. Hala Madrid. Heute Cristiano Ronaldo, 3 Tore, 3-0 Madrid. Nein. Wird das. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. So, Mehrte, wir sind mehr oder weniger angekommen und wir stehen gerade hier und warten mit den Real-Fans auf den Mannschaftsbus. Ja, ich habe mir gerade sagen lassen, die kommen gleich mit ihrem Mannschaftsbus. Und wir werden gleich kommen und ich würde sagen, wir switchen jetzt zu der großen Kamera. Ja, wir müssen auch sagen. Heftige Stimmung, ne? Heute gewinnt Real Madrid 3-0. Nein. 3-0 für Real Madrid. Nein. Guck mal, Leute, alles voll. Endlich die Tickets. Fresh. Ging auf jeden Fall vorher ziemlich die Post ab. Ich muss sagen, es ist das erste Mal. Das ist auch mein größtes Stadion, beiden von uns. Großen Stadion. Weil bis jetzt bin ich irgendwie nie dazu gekommen. Und wir müssen nach vorne. 507. Ich hoffe, dass wir gute Plätze haben. Shit. 507. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns oben. Peace. So, und da drüben sind die Bayern-Fans, ziemlich viele Mitgereiste. Ich bin sehr schlecht im Schätzen, aber ihr könnt sehen, da sind sie. Ich bin so praktisch der Einzige hier mit Bayern-Trikot. Ja, Mann, da unten die Realspieler. Mal gucken, ob Ronaldo heute treffen kann. So, Mehrte, ich bin jetzt ein bisschen weiter nach unten gegangen, weil ansonsten das Footage wäre halt zu schlecht. Leute, was? Der Stimmung hier, was geht denn hier ab, Mehrte? So, Mehrte, jetzt die Hymne vom Real. Ich bin zwar Barca-Fan, aber ich muss sagen, echt krass, die Stimmung. Wow. Gänsehaut, Leute, Gänsehaut!
Das war es, erste Halbzeit. Leider, wie gesagt, erste Tor nicht aufnehmen können. Ich war gerade am Hochlaufen, weil ich wollte eigentlich von da unten filmen. Von da. Weil wir haben wirklich ja so scheiß Plätze. Rein in die zweite Halbzeit. Real Madrid gegen Bayern. Wer wird hier gewinnen? Well, wir werden es jetzt rausfinden. Was ist denn hier?
seht, die Anspannung ist am Start hier. Wir sind hier im Restaurant. Guck mal, wen ich hier getroffen habe. Ein alter Bekannter. Ali, Big Man, what's up, bro? Alles klar. Alles gut? Ja, geht so. Na, nach der Niederlage? Geht so, ja. Was sagst du zum Spiel? Ja, Dicker, was soll ich dir sagen? Du warst ja selber da, hast gesehen. Einfach zu dumm. Nicht. Das letzte Ding hat gewonnen. Der letzte war einfach viel mehr drin und dann ist halt umso enttäuschender. Mhm. Gerade wenn am Ende noch so viel Chancen liegen lassen werden. Ich bin halt der Meinung, schon wie im Hinspiel, die Chancenverwertung halt viel zu schlecht. Also ich finde halt, oder? Und vor allem nach vorne auch im Abschluss. Du hast dich oft. Ja, das war viel locker gewesen, so viel intelligenter als das. Ja, ansonsten musiktechnisch, wann hören wir wieder? Ja, es geht bald ab. Was Freshes? Dieses Jahr kommt mal das Album auf. Oh, okay. Also, da kommt hast du schon ein bisschen was verraten? Oder? Nee, nee, noch. Ja, das ist immer tranquilo. Okay, danke. Auf jeden Fall, ich würde sagen, checkt ihn ab, Ali Moye. Cooler Typ, Mann. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, nee. Korrekt. Und ja, Mert, ich würde sagen, wir sehen uns. Tschüss. So, Mente, das war's vom Video, dem Stadion-Vlog und hier aus Madrid. Wir sind gerade hier im Hotel am Chillen. Leute, ich habe gerade das Video mehr oder weniger fertig geschnitten. Richtig lustig, dass wir noch Ali Boumaier hier getroffen haben. Kevin, willst du noch was sagen? Nein. Tot. Auf jeden Fall, Mente, richtig lustig, dass wir noch Ali Boumaier hier getroffen haben. Leute, ihr hört, hier geht's ab. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr diese Stadion-Vlogs feiert. Und sorry nochmal, unsere Position, also unsere Sitze waren ziemlich hoch oben. Deshalb war das Footage jetzt nicht das allerbeste, aber man lernt. Und ja, Mate, ich will auf jeden Fall sagen, liken und kommentieren für mehr Stadion-Vlogs mit Hashtag Stadion-Vlog. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.